Hallo, wir befassen uns jetzt mit Gruppentheorie und speziell mit dem Normalteiler. Der Begriff Normalteiler ist äquivalent zu normale Untergruppe. Obwohl Normalteiler gebräuchlicher ist, verwende ich normale Untergruppe, weil dieser Name viel intuitiver ist, wie wir gleich sehen. Zunächst wollen wir die normale Untergruppe motivieren. Wie fast immer in der Mathematik wollen wir komplizierte auf einfache Problemstellungen zurückführen. Genau das ermöglicht uns die normale Untergruppe. Mit der normalen Untergruppe können wir Strukturuntersuchungen von Gruppen auf weniger komplexe Gruppen zurückführen. Wir beginnen mit einem Bild aus dem Alltag. Ein Kuchen soll die mathematische Struktur Gruppe darstellen. Wir schneiden den Kuchen und erhalten Untergruppen. Unser Ziel ist es nun, wieder eine Gruppe auf dieser Struktur aufzubauen. Das heißt hier, wir wollen zwei Kuchenstücke, also zwei Elemente der neuen Gruppe, verknüpfen. Nur, wie soll das gehen? Unsere Idee, anstatt zwei Kuchenstücke zu verknüpfen, verknüpfen wir Repräsentanten. In unserem Bild können das Kerzen auf den Kuchenstücken sein. Die Kuchenstücke bilden Äquivalenzklassen, genauer Nebenklassen. Hier die Definition einer Linksnebenklasse. Für eine Untergruppe H von G ist die Linksnebenklasse von H bezüglich des Elements G aus G folgende Menge. G verknüpft mit H, H-Element groß H. Rechtsnebenklassen definieren wir analog. H verknüpft mit G. Die Kuchenstücke sind also ne Linksnebenklassen und wir wollen aus diesen Linksnebenklassen eine Gruppe machen. Worauf wir abzielen, sieht so aus. Zwei Nebenklassen verknüpft soll eine Nebenklasse liefern. Wir können bei dieser Definition schnell ein Problem finden. Was passiert, wenn wir die Nebenklasse über einen anderen Repräsentanten definieren? Eine andere Kerze? Liefert uns die Verknüpfung dann trotzdem dieselbe Nebenklasse? Das kann uns ohne weiteres niemand garantieren. Formal wird diese Kritik so formuliert. Zwei Repräsentanten bilden die gleiche Nebenklasse, aber verknüpft mit einem anderen Kuchenstück verschiedene Zielkuchenstücke. Schluss mit dem Kuchen. Wir stoßen hier ohnehin über kurz oder lang an die Grenzen dieser Veranschaulichung. Wir schreiben nun noch einmal unsere Vorstellung auf. Wir können die Verknüpfung der beiden Nebenklassen umklammern. Das ist nach kleinen Überlegungen sinnvoll und korrekt. Nun wollen wir, dass wir in der Klammer kommutieren, also vertauschen können, um schließlich unsere gewünschte Zieldarstellung zu erhalten. Diese letzte Umformung ist ebenfalls korrekt erklärt. Wir können noch die beiden Repräsentanten zu einem neuen Repräsentanten verknüpfen. Doch damit das überhaupt richtig ist, müssen wir die mittlere Äquivalenz noch beweisen, beziehungsweise sie voraussetzen. Wir müssen letztendlich fordern, dass Rechtsnebenklasse gleich Linksnebenklasse gilt. Und das motiviert die normale Untergruppe, den Normalteiler. Die Definition lautet daher, eine Untergruppe H von G heißt normale Untergruppe von G, falls für alle Repräsentanten G aus G gilt, dass Rechtsnebenklasse gleich Linksnebenklasse gilt. Wir benutzen dann die folgende Schreibweise. Wir haben unsere Idee verwirklicht und können nun die normale Untergruppe nutzen, um komplexe Strukturanalysen zu vereinfachen. Dennoch erscheint es schwierig und unhandlich, zwei Teilmengenbeziehungen zu zeigen, um eine normale Untergruppe zu finden. Das motiviert folgende äquivalente Definitionen. Die Beweise der Äquivalenzen sind alle trivial, bis auf eine, welche wir hier kurz zeigen wollen. Wir formen den Ausdruck zunächst um und können dann nutzen, dass die Aussage für alle, also insbesondere für das Inverse von G gilt. Wir setzen das inverse G für G ein und erhalten die Behauptung. Eine wichtige Folgerung, falls unsere Gruppe G abelsch, das heißt kommutativ ist, sind alle Untergruppen H von G normale Untergruppen von G. Der Beweis folgt aus Anwendung der Definition der normalen Untergruppe und der Kommutativität der Verknüpfung auf G. Außerdem besitzt jede Gruppe ihre trivialen Untergruppen als normale Untergruppen, also als ihre Normalteiler. Gruppen, die nur die trivialen Untergruppen als Normalteiler besitzen, heißen einfach. Das war's zu Normalteiler bzw. normale Untergruppe.